Herzlich willkommen hier zurück auf der Nordfriesischen Marsch am heutigen Montag. Ja, für diejenigen, die die erste Folge heute noch nicht gesehen haben, denen wünsche ich na klar auch einen schönen Pfingstmontag. Ja, gleich ist Kaffee und Kuchenzeit. Montagnachmittag. Ja, bei mir ungefähr auch. Haben gerade Samstag, wo ich das aufnehme. Ich würde sagen, wir fahren mal hier links rum. Dann fahren wir mal zum Hof. Können wir den mal auftanken, reparieren. Ich glaube, der hat es mal nötig hier. Ist der eine oder andere Helfer schon wieder fertig? Gut, dass wir in der Zeit mal eins spielen, sonst würde ich hier gar nichts im Backen kriegen. Leider so viele Felder und so viel Produktion und ach Gott, Gott, Gott. Ist schon ganz schön anstrengend. Aber es macht Spaß und ja, man hat immer was zu tun, ist nie langweilig hier. Und das muss ich auch mal ganz klar so sagen. Halt, stopp, bei welcher Stimme. So, mal gucken, ob ich jetzt hier tanken kann. Ja, jetzt geht's schon wieder. So, schön. Dann den mal hier sauber machen, der sieht ja hier aus. Eine neue Lackierung hat er sich ja mal verdient. Also überhaupt, das ist ja mal nicht so schön. Ganz schön dreckig hier, der Traktor. Halleluja. Als Stelle rumgetrieben hier. Es war ja, ey, wird ja immer sauber hier, der Traktor hier. So, mehlig. Langsam aber sicher, ne? Wird er hier mal sauber, sehr schön. Fahren wir hier ein Stück weiter. Ja. Ja, kleine Information, so am Rande. Wer also gerne die Sämaschine hier in der Nordfriesischen Marsch Edition haben möchte, die steht mittlerweile zur Verfügung. Kann man also auf Modhoster downloaden. Ich hoffe, ich denke dran, diese dann auch nachher in die Beschreibung mit hineinzupacken. So, einmal neu lackieren bitte. Sehr schön. Und zurück. Ah! Jetzt sieht der Hänger da wieder gut aus. So, dann jetzt hier. Also, jetzt wollen wir mal eben schnell den hier reparieren und auftanken. Hat ein bisschen länger gedauert. Na, eben schnell auch hier mit dem Dampfstrahler mal rüber gehen. So, dreckig ohne Ende hier. Halleluja.
Der Micoletto. Na gut, ja. Na gut, der Micoletto. Mal hinten. Kennzeichen. Achso, der hat ja kein Kennzeichen. So. Oh, jetzt Zugmaschine auch mal eben wieder ein bisschen sauber. Weil die sieht noch nicht so dreckig aus. Ich glaube, die hat auch gar keine. Ach, wie heißt es hier? Verschmutzungsgrad. Oder ich habe den so eingestellt, dass es dass der nicht schmutzig wird. Also der LKW muss mal dringend in die Reparatur. Überhaupt mal fährt, schon Wunder. So, reparieren. 153 Betriebsstunden, ja, heilandlich. Da ist ja mal nach Hause. Schicke ich den jetzt? Ach, schick mir den mal wieder zur Rinderzucht. So. Eine gute Maßnahme. Das ist unglaublich, ne? Jetzt arbeite ich hier wieder. Ist das hier? Blub, 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 blub. Ja, hier. Feld 42, 43. Arbeiten zwei auf einem Kurs. Grubbern hier. Keine Probleme. Eben da auf Feld 39. Voll das hier Hakel. Und ah, furchtbar. Ne? Normalerweise könnte ich eigentlich den nehmen, aber ja, so, jetzt füllen wir den erstmal wieder hier auf. Da würde ich sagen, fahren wir mit denen mal Richtung ja, Düngerfabrik wieder. Oh, ist eine irre Geschwindigkeit hier. So. Team hier wieder zur Düngerfabrik, unserem guten Volvo. Aha, die Kalkproduktion ist schon leer geräumt. Hat man schon wieder alles. Ich glaube, nächste Woche dann Kalk rausholen und verkaufen. Ich glaube, Kalk haben wir jetzt hier noch. Vor allem könnten wir auch mal die Kalk. Diese Fabrik auch mal entfernen. Ah, ne, die brauchen wir ja nicht mehr. Oh, ne? Boah, das ist jetzt nicht unbedingt so hässlich, bringen wir so noch Geld, aber könnten wir vielleicht ein anderes, eine andere Produktion vielleicht mal hinbauen. Sollen wir mal gucken. So. Also. Wenn der abgeladen ist, dann schicken wir ihn wieder weiter. Wir gucken mal, wie viel jetzt hier schon. Ach, Tabak muss auch noch hier hin. Hier muss Tabak hin, hier muss Wasser hin. Ach, Diesel ist doch falsch. Aber irgendwas, ja. Aha, der ist hier schon mal fertig. Auf Feld 3. So. Mal gucken, so Feld 3 ist also jetzt vom Unkraut befreit. Dann würde ich sagen, kann er jetzt auf Feld 2 fahren. Feldarbeit, Pflanzenschutz, Feld 2. So, da weiß ich schon mal einen Cursplay-Punkt. Übergeben. Aha, so. Den würde ich jetzt sagen, schicken wir mal zum Hof. Beziehungsweise zum Shop, können wir den Anhänger. Hey, ich würde sagen, stell mal hier. Die Halle am Hof.
Schicken wir hier. Ja, aber ja, ne? Solar drauf. Jetzt bleibt er da klar wieder hier hängen. Also warum er da mal hängen bleibt, mal nicht. Zieht sich auch so ein bisschen meiner Kenntnis. Naja, egal. Der füttert hier weiter fleißig die Kühe. Das sieht schon mal gut aus. Der verlässt das Feld. So, jetzt sind wir wieder hier. Ja, Herbizide können wir hier noch nicht laden. Hier können wir den Motor ausmachen. So, dann würde ich sagen, Beladepunkt am Hofsilo. So, dann gehen wir mal hier hin. Haben wir hier Düngerfabrik, ne, Ableitepunkt, Düngerfabrik, nicht Mist, nicht Gülle. Auch normalen Abladepunkt an der Düngerfabrik? Ja, Düngerfabrik da. Ah ne, das ist diese Fabrik. Hä? Habe ich da keinen normalen Ab... Oh Gott, ja. Da muss ich das machen. So, mal hier gucken. Reicht immer noch nicht. Damit das Ding hier voll wird. Oder? Ah, der ist hier auch fertig, das sieht schon mal gut aus. So, der war auf Feld 14 unterwegs. Was haben wir denn auf Feld 17, 18? 17, 18 müsste also auch mal. Gut, dann gucken wir doch mal, ob wir da schon Kurs haben. So, Spitzen 17, 18. Ja, haben wir schon. Das ist doch schön. Wir schon Kurs haben. Das ist doch wunderbar. Och, Kollege, wirklich. Ich weiß, wenn ich da mit zwei. Abfahrer einstellen. Jetzt will ich erstmal gucken. So, der kann hier schon mal laden in der Zeit. Was macht der denn hier? So, jetzt wollen wir mal gucken, bringt das was? Ne, bringt überhaupt gar nichts. Ah, ja, das ist egal. Jetzt muss ich aber mal. Ach, der ist hier voll. Das ist ja mal schick, dass der voll ist. Wenn wir gerade mal hier sind, können wir da direkt machen, würde ich sagen. So, mal Mist bitte. Wow, hier geht aber Mist rein. Halle Julia. Ah ja. Sieht das schon mal ganz gut aus. Wir müssen vor allen Dingen auch hier jetzt mal die ersten Paletten abholen. Will der da zum Kuckuck nochmal, ey? Ich verstehe das nicht, ne? Das ist mir unbegreiflich. Was will der da? Das verstehe ich nicht. Was der hier will. Ach, das ist Feld 45. Oh, Alter, jetzt weiß ich warum. Aber warum ist der hier drüben? Ich verstehe nicht so ganz. Ah.
So, Abfahrt einstellen jetzt aber. Im Salon richtig fertig. Was? Ist der hier voll oder was? Das wäre jetzt ja der Hammer. Das wäre ja der Hammer. Ja, Fahrzeugkartoffeln sind voll. Und hier kann man auch nochmal Chips, Pommes, also kann man schon mal eine ganze Menge abholen. Es reicht. So. Hey, warum funktioniert denn jetzt hier der Trigger nicht? Ist ja merkwürdig. Naja, egal. So. Hier ist er am Spritzen. Das sieht gut aus. Müssen wir eben hier lassen. Jetzt möchte ich den aber erstmal woanders hinschicken, nämlich zum Ladepunkt. Tierehafen. Beladepunkt, Rinderzucht. Okay. Paletten, Paletten, Mist, Stroh, Stroh. Okay. Das verstehe ich jetzt noch nicht, ja. Ich wollte mal gucken, wie viel Milch denn da war. Wir haben hier noch Flüssigdünger, ne? Oder? Ja. Ja. Weiß zwar nicht wie viel, aber war auch schon mal darüber gekommen. Machen wir den dann auch schon mal darüber. Da stehen noch Eier genug. Also. Hier steht Wolle genug. Ich hoffe, dass ich die Produktion am Sonntag im Modding Workshop fertig bekommen habe. Hä? Wieso kann ich denn hier kein Flüssigdünger abladen? Was ist das denn? Da stehe ich nicht im Trigger. Ja. Ich werde nicht im Trigger stehen, wollte ich sagen, oder? Ah, ein bisschen merkwürdig. Das wäre aber ein bisschen merkwürdig. Ich sage, fahre jetzt mal mit dem hier zum Hof. Gehen wir da mal eben die Milch abholen und bringen die mal hier in die große Milchfabrik. Nicht in die Molkerei, sondern in die Milchfabrik. Das ist auch wieder super gefahren. Also das muss ich mal sagen. Da bin ich auch wieder super gefahren. Denn die Molkerei bekommt die Milch. Quatsch, die Milch.
vom Hof geht in die Käserei, so war das. Genau. In die Käserei. Können wir da mal vorbeischauen? Können wir mal gucken, wie das da aussieht. So, weiter. Ja. Oh, weiter geht's. Na, fahren wir einmal hier runter. Schön sauber hier. So gefällt mir das. So, bringen wir die Menschen auch gleich mal weg. So. Hat schon einfach nochmal hier hingebracht, ne? Damit wir den Schmei oben haben. Dann wollten wir mit dem schicken wir den Schmei zur Palettenfertigung. Ach. Da werde ich die Paletten laden. Der ist hier aufgefüllt, sehr schön. Ja, die Aufnahmesession ist noch nicht zu Ende. Wir nehmen jetzt gleich noch zwei weitere Folgen auf. Am heutigen Samstag. Damit ich morgen ein bisschen mehr Zeit habe. Einmal zum Modden und auch zum zweiten noch ein Tutorial aufzunehmen. Oder zwei. Mal gucken. Nicht. Das ist ein Ding, ne? Aber kein Punkt! Ja, fahren wir mal hier vor. Jetzt sind wir hier ein Pünktchen festlegen, ne? Wir haben keinen Abladepunkt für Wasser, hier haben wir ja nichts. Ja. Abladepunkt. Dünger. Brick. Rohstoffe. Rohstoffe, mein Gott, ey. Jetzt wird's richtig schwierig. Abladepunkt, Düngerfabrik, Wasser. Den schicken wir jetzt mal wieder hier hin. Naja.
Den haben wir jetzt schon mal. So, der ist ja am Drehen, sehr schön. Wir wollten den in dem Schloss schicken. So, Abladepunkt haben wir gerade erstellt. Düngerfabrik, Rohstoffe. Und zwar Tabak sollte der da hinbringen. Da kann er auch laden, sehr schön. Los geht's! Los geht's! Wie ihr seht, das funktioniert hier. So, wollen wir mal hier auslagern. Die restlichen Paletten hier. Das war jetzt nicht sehr viel, muss ich mir jetzt ehrlich sagen. Wie viel haben wir hier? Dann haben wir nur noch 5. So, gehen wir mal hier rüber, aber scheinen auch nur 2 zu sein, die da drinnen stehen. Ist auch noch nicht so viel. Noch nicht mal 2. Das lohnt sich ja überhaupt nicht, einfach auszulagern. Ja, das Sägewerk habe ich noch nicht geändert. Aber jetzt vielleicht mal ganz gut zu wissen, wie viele in hier reinpassen. Aber eine ganze Menge. Hier können wir auf jeden Fall mal Lehrpaletten auslagern. Maxi. So. Wir ersten Jahr drauf. Jetzt sieht er schon mal gut aus. So. Was ist das denn jetzt hier schon wieder? Ich glaube, damit kriegen wir nicht mal eine Hühnerproduktion vor. Sehr schön. Weiter geht's. Damit kriegen wir nicht mal eine Hühnerproduktion voll. Das ist so. Damit kriegen wir nicht mal eine Hühnerproduktion voll. Hallo, was ist das jetzt? Ich mache den Hänger damit voll. So. Die wollen wir jetzt hier noch haben. Ja, kriege ich meinen zweiten Hänger damit voll. Ja, also Paletten brauchen wir irgendwie mehr. Also, ja. Kann man ja ganz. Gar nicht mehr hinterher. Ja, das war's dann heute wieder. Ich sage danke fürs bis zum Ende dranbleiben, fürs Liken, fürs Abonnieren, fürs Kommentieren.
Ja, und ja, vergesst nicht hinten die Glocke zu aktivieren, damit ihr auch benachrichtigt werdet, wenn dann wieder ein neues Video von mir hier erscheint. Ich möchte sagen, das war's für heute. Ich wünsche noch einen schönen Rest Pfingsten. Und ja, würde mich ja freuen, wenn du am Mittwoch wieder einschaltest, wenn es dann heißt, der Andy spielt hier auf der Nordfriesischen Marsch. Bis dahin, alles Gute und ciao.